Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Wir sind immer noch hier diese Trafostation am Infiltrieren. Und das ist immer noch einigermaßen ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig wollen wir sein. Nicht auffällig. So, ja, da hoch komme ich nicht. Scheiße. Da muss ich mal gucken, wenn ich mir vielleicht was anderes überlege. Ich muss den werten Herrn da oben rausholen. Der stört mich dann nämlich. Okay. Das sollte vorerst geholfen haben. Dann können wir jetzt nämlich weitergehen. Auch nochmal einigermaßen gemütlich. Ich werde das immer noch nicht austauschen. Ups. Was ist da nur passiert? Klingt wie ein sterbender Hund. Na gut, wie ist das denn überhaupt? Ah, okay, so kann ich auch im Tarnmodus bleiben. Perfekt eigentlich. Dann bleibe ich das doch auch. Und dann schauen wir mal. Was ist denn das? Ah. Muss man mal schauen. Kann ich hier einen Schalli? Jaha. Schalldämpfer auf einer Sniper. Okay, hier kann ich scheinbar keinen Tarnmodus behalten. Ist auch egal, eigentlich. Na, dreh dich mal ein bisschen anders, mein Freund. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Tolles Commentary. Gute Nacht. Okay, da war es auch schon mit dem Scharfschützen sein. Scharfschütze sein vorbei, aber gut. Das, lässt sich schnell ändern. Was war das denn? Hui! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut. Dann machen wir das mal heute ein bisschen anders jetzt. Na 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 na. Alter, der steckt mehr ein als alle anderen. Okay. Und wieder Tarnmodus. Und wir machen das jetzt alles ein bisschen schneller. Schwupps. Okay, die da hinten hauen mir auch schon aufs Maul. Finde ich nicht so geil. Jetzt klingt es wenigstens nicht mehr wie so ein sterbender Hund.
Das klingt irgendwie wie so ein Ton aus Mario irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also Super Mario. Naja. Ich wollte ja gerade Nanokatalysatoren aufsammeln, aber ich glaube, das geht nicht. Woher weiß er denn, dass ich hier bin? Na gut. Jetzt sind wir hier drin. Der Typ ist tot. Bin ich gut. Nee. Ah. Energieversorgung für seinen EMP-Angriff läuft über diese Station. Okay. Ist bald überlastet. Ist sie das? Wenn Sie den Notfall-Shutdown auslösen können, wird der Kreislauf unterbrochen. Und wenn die Systeme wieder oben sind, kann es keine größere Energieentladung mehr geben. Okay. Er wird es nicht merken, weil es nicht angezeigt wird. Aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Also wenn ich nochmal kurz nachfragen dürfte, bist du dir denn da sicher? Oh, mitten hier Skybutton gezeigt überhaupt jetzt gerade. Ja, Sichtkontakt da oben. Das ist eine Aussage. So, Modus, bitte. Huch. Kommt der Laser her, da, von da. Hallo. So sieht das aus. So sieht das nämlich aus, mein Freund. Unbesiegbar. Für dich übrigens auch. Okay, vielen Dank. Ich muss hier, glaube ich, durch. Ach so. Ich sollte da drunter gleiten. Gut, hat ja auch so geklappt. Und jetzt so schnell wie möglich raus da. Cell hat das Ganze bestimmt mitgekriegt und ist unterwegs, um es zu untersuchen. Verlassen die Trafostation. Kontakt. Nanovision aktiviert. Angriff. Initiative behalten. Ja, behaltet ihr mal Initiative. Gute Nacht. Ist immer noch ziemlich dunkel hier. Einen Moment mal. Hey. Was macht er da? Au, 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 au. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das ist unfair. Ja, bestätige du mal. Das sieht aber cool aus mit dem, also mit dem Lichthalter. Wo unten? Nirgends unten. Oben. Meine Freunde. Ja. Die dürfen gar nicht darüber nachdenken, was sie getan haben. Ja, das tun sie doch auch nicht. Das sind ja nur Idioten hier. Idioten. Nichts als Idioten. Sie schicken Verstärkung zur Trafostation. Ist das so? Sie müssen vorsichtig vorgehen, Alcatraz. Ist das so? Ist das so?
So. Das hat doch bis jetzt schon mal ganz gut geklappt. Gut, geht's weiter. Das dürfte interessant werden. Wieso? Position. Los! Los jetzt! Verstanden! Umschalten auf Vollautomatisch! Achtung auf Querschläger! Etwas Schlappler! Ja, ja, spielen Sie ruhig. Kannst du öffnen? Nein? Okay. Guten Tag. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ja, ich versuch's ja irgendwie, aber irgendwie, irgendwie finde ich keinen Weg da hoch. Ah, eine Treppe. Dass es sowas Simples hier noch gibt. Das ist ja unglaublich. Ich könnte auch ein Scharfschützengewehr, könnte ich auch mitnehmen. Nö. Aua. Aber nicht sehr nett. Wir machten hier Bumm. Verdammt, Mann am... Aua, aua, aua. Ja, ja, ich stehe unter Beschuss. Das, wenn ich das immer sagen würde, du, das wäre ja auch lustig. Und doch. Einen? Ihr müsstet hier so um die 7 haben. Und dann den kompletten Tag über so um die 700. So. Vielleicht kriegt man ja am Ende noch eine Statistik, wie viele Leute man umgebracht hat. Das wäre sehr lustig. Ob ich mit meiner 700 jetzt sogar einigermaßen nah dran liege oder nicht. Kann es sein, dass hier immer...
Also ich meine, kann es sein, dass hier immer mehr Gegner kommen irgendwie gerade? Huch! Keine Munition mehr. Also jetzt etwas dumm. Zum sich selbst in die Luft schlagen? Ja, hab. Ah. Tja. Muss ich ihn werfen? Kann ich ihn nicht aufschlitzen? Ja. Ach, herrlich. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prism. Rüber da, so schnell wie möglich. Sorry, aber das sah irgendwie lustig aus. Also. Wie er so da. Achso, cool. Ich dachte, ich könnte mich da jetzt draufsetzen. Wie er da so unten lang kriecht. Und dann so ganz leise noch so zwei Schüsse. Hatte irgendwie was. Tja. Ich weiß, es ist eigentlich eine dramatische Szene. Wir haben gerade einen Menschen umgebracht und alles, aber das machen wir irgendwie schon das komplette Spiel lang. Und der Typ ist mir irgendwann echt auf die Nerven gegangen, also Entschuldigung. Ich meine, what the fuck? Moment, wieder Skype hier. Ich hoffe, dass man das nicht sieht. Das wäre ziemlich suboptimal. Aber gut, was will man machen? So. Nehmen wir hier nochmal nach. So. Der führt ihr mal euer Suchmuster aus. Ist mir auch real, ne? So. Und na, Musiktitel freigeschaltet. Das ist jetzt suboptimal. Ach, Hargreef, du kleiner Arsch. Hargreef, du kleiner Pisser, du. Hätte mir ja irgendwie klar sein sollen. Ja. Das ist auch gut. Jetzt wird nicht gestorben. Ey, das ist ein guter Satz, du. So nach dem Motto, nee, heute nicht, heute keine Lust, nee. Heute darfst du das nicht, ne? Naja. Nur ein weiterer von
Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Tja. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ach, Sie. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Also. Dann fangen wir mal an. Also eigentlich mag ich ja Ärzte, also ich habe nichts gegen sie, aber das sieht jetzt doch etwas sehr komisch aus. Das finde ich jetzt irgendwie nicht nett. Au. Das ist überhaupt nicht. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Haben Sie das nicht? Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben uns belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Seth kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlädt. Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Huch. Gould? Nee. Terra Strip, was? Ich habe irgendwie jetzt mit Gould gerechnet, aber gut. Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Huch. Also das hätten sie jetzt auch nicht machen. Oder? Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Ja. Na gut. Das ist ja wirklich irgendwie... Naja, gut. Also erstmal danke, aber sie hätten... Also ich meine... Entschuldigung, aber... Ja, aber... Also, ja, also, Entschuldigung, aber der Arzt, also der, also, Entschuldigung. Der Mann ist völlig verrückt. Ja, der Arzt, der ist jetzt vermutlich tot, der hat einen Schädel-Hirntrauma. Ja, das ist ja schön. Er hat wichtige Informationen über die Seth. Aha. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet. 100? Vor 100? Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Okay. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch. Schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Ich muss einbrechen, okay. Einbrechen kann ich gut. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Okay. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Ich halte Sie über Flug auf dem Laufenden. Gehen Sie. Ja, okay, aber passen Sie auch auf sich auf, ne, und so weiter und so fort, ne? Also nur, um das nochmal kurz klarzustellen, also ja, okay, ich habe keine Granate. Schade. Hä? Was ist, hä? Ist irgendwas. Aha. Zuallererst mal werde ich aber exekutieren. Zwar nicht Hargreave, aber... andere.
Kann ich dieses scheiß Laservisier bitte wegmachen? Wäre ich ihnen sehr verbunden. Falsche Taste. Ja, leichte Schrotteln. Das ist ein Magazin. Gib mir mal. Warte. Okay. Okay, Reflexvisier nehmen wir gerne. Weil damit haben wir gute Reflexe und so. So, aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier einen Schnitt und sagen in diesem Sinne, liebe Daumen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, euer Shinigami. Auf Wiedersehen, tschüss.